Münsterama am Dienstag beginnt mit einer kleinen Sensation. Denn schon bald sind wir ein preisgekröntes TV-Magazin. Münsterama ist nämlich nominiert für den sogenannten Metropolitan Award 2013. So schaut er aus, wunderschön. Wird vergeben an regionale TV-Sender. Wir sind nominiert in der Kategorie Bestes TV-Magazin. Am 19. November ist es dann soweit. Dann wird der Sieger bekannt gegeben. Also für euch ist fleißig Daumendrücken angesagt. Ja, nicht mit dem Daumen, sondern mit der ganzen Hand, einem Kochlöffel und vor allem den richtigen Zutaten kann Rudi rocken. Ja, wenn ihr jetzt etwas verwirrt seid, wir klären euch auf. Dahinter, hinter Rudi rockt, verbirgt sich ein Event der besonderen Art mit besonderem Geschmack und vor allem besonderen Menschen. Noch etwas Zitronenschale und eine kleine Prise Pfeffer, damit die Suppe auch wirklich perfekt wird. Jenny und ihre Freundin Chrisso sind im Vorbereitungsstress. In ein paar Minuten kommt schließlich hungriger Besuch. Wer das sein wird, wissen die beiden Studentinnen allerdings auch nicht. Denn beim Kochevent Rudi rockt, speisen völlig unbekannte Menschen zusammen. Es ist eine... Ich weiß nicht, also was ist da alles drin? Möhre, Kürbis, ja. Ingwer, Chili, Sahne, Ding. Suppe. Also ich find's cool, wenn man neue Leute kennenlernt auf jeden Fall. Ja, das ist auf jeden Fall gut. Und weil man gut isst, meistens. Und weil man viel isst, was man sonst nicht isst. Ja. Genau. Und weil ich sonst nie koche. Jetzt kann ich mal kochen und ich kann essen, was andere Leute mitkochen. Das ist schön. Das Schlimmste, was passieren könnte, keine Ahnung, dass alle sich anschweigen und keine Stimmung aufkommt und jeder bedrückt auf das starrt, was er gerade vor sich in den Schüsseln vorfindet. Und dann ist es auch schon soweit. Die unbekannten Gäste trudeln ein und man fängt an, sich zu beschnuppern. Wie heißt ihr? Und was studiert ihr? Ach ja, und was kocht ihr denn eigentlich heute so? Schon bald haben sich alle in Jennys gemütlicher Küche einen Platz gesucht und lassen sich das Süppchen schmecken. Dann bist du jetzt los, oder? Ja. Ja, also war auf jeden Fall sehr lecker bei euch. Oh, schön. Und ja, war ja, sehr lecker. Super nett hier. Ja, danke. Jenny und Chrisso sind nur für die Vorspeise zuständig. Beim Hauptgericht und der Nachspeise dürfen sich die zwei ganz entspannt bekochen und bedienen lassen. Von ihren Gästen müssen sie sich wieder trennen, denn beim nächsten Gang treffen sie auf andere Teilnehmer. Jetzt werden wir nur noch fressen. So lange, bis wir nicht mehr können. Fazit. Unser Essen war lecker. Und ich glaube, wir sind jetzt alle satt und keiner kann mehr die Hauptspeise essen. Ja. Dampfende Töpfe, brutzelnde Pfannen und jede Menge Gaumenfreuden. Das gab es letzten Donnerstag gleich 435 Mal in Münsters Küchen. Doppelt so viele Teilnehmer machten bei Rudi rockt mit. Vier davon lernen Jenny und Chrisso beim Hauptgang kennen. Ein paar Straßen weiter gibt es Wraps, serviert im kuscheligen alten Ohrensessel. Ich finde die Küche schön und natürlich ist meine Küche auch schön, aber die sehe ich ja jeden Tag. Und die Leute sind nett und keine Ahnung, man hat ja ein leckeres Essen gemacht, was will man mehr? Trotz vollem Magen haben Jenny und Chrisso noch einiges vor. Nach dem Nachtisch in der nächsten Wohnung geht's ins Schwarze Schaf, wo sich alle Kochbegeisterten zur großen Aftershow-Party wieder treffen. Der Erlös der Party kommt dem Sponsor Viva Con Aqua zugute, der sich für sauberes Trinkwasser und sanitäre Anlagen in Entwicklungsländern einsetzt. Na dann, bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt, Rudi rockt in Münster. Ja, also man kann lecker essen, gleichzeitig neue Leute kennenlernen, finde ich eine gute Sache, oder? Vor allem dann, wenn man das Richtige auf dem Teller hat. Wir kommen jetzt zu Leuten, die auch etwas auf den Teller zaubern. Dabei geht es aber weniger um Speisen, sondern mehr um Kunst. Wie das Ganze aussieht und warum die Damen und Herren eben das machen, das schauen wir uns hier mal an. Kunst auf Papptellern? In der Ateliergemeinschaft Hafenstraße 64 ist alles möglich. Auf Bestellung werden hier mit einfachen Mitteln kleine Kunstwerke kreiert. Denn es ist Tag der offenen Tür und da soll schließlich jeder Gast mit einem Lächeln durch die Atelierräume schlendern. Über 20 freischaffende Illustratoren, Grafiker und Designer öffneten ihre Ateliers, um einen Einblick in ihre Arbeitsweisen zu geben.
einer von ihnen ist Robert Nippold. Er hat sich in den letzten 6 Jahren mit Gangstern, Jazz und Hollywood beschäftigt. Entstanden sind 3 Bildbände über das Amerika der 20er und 30er Jahre. Robert ist studierter Grafikdesigner und Künstler mit Leib und Seele. Es ist halt ein wahnsinnig kreativer, schöner Beruf, in dem man ganz viele Sachen ausprobieren kann. Bin in der glücklichen Lage, dass ich mir auch selber die Themen und die Verlage aussuchen kann. Ich habe mich dann zum Beispiel ganz intensiv mit dem Hollywood der 30er Jahre auseinandergesetzt. Da habe ich ein Buch gemacht, habe ich 3 Jahre lang an dem Buch gearbeitet und habe dann recherchiert, habe mir ganz viele Filme angeschaut und habe dann mich mit vielen Experten getroffen, dann die einzelnen Filmstars wie Marlene Dietrich oder Greta Garbo gezeichnet. Dann habe ich mir aus dem Grafikbereich habe ich dann mir eine Typografie ausgesucht, also eine Schriftart, die gut dazu passt und ein schönes Layout gemacht und im Grunde dann versucht, so ein Gesamtkunstwerk halt zu erstellen. Ein weiteres Gesamtkunstwerk hat die Ateliergemeinschaft in Zusammenarbeit realisiert. Und das wurde am Tag der offenen Tür vorgestellt. Für die Künstler ist das Projekt etwas Besonderes, denn... Im Prinzip ist es so, dass jeder arbeitet so an seinen eigenen Projekten als Freiberufler. Aber jetzt einmal haben wir es jetzt mal zum ersten Mal so ein Gemeinschaftsprojekt gemacht, und das wir heute halt besonders vorstellen. Dieses ist ein Kalender vom Carlsen Verlag, 365 Mal vorlesen. Und das ist einfach total toll. Man tauscht sich aus, man trifft sich im Flur, man kocht zusammen. Dann zeigt man irgendwie eine Zeichnung, die nicht so richtig gut geworden ist. So, ja, kannst mal gucken, irgendwie fehlt da noch was. Und dann einfach dieser Austausch unter Kollegen ist einfach fantastisch hier. 365 Mal vorlesen. Das ist der Titel des Kalenders, der mit 365 illustrierten Geschichten versehen ist. Doch für Robert steht schon wieder das nächste Kreativprojekt an. Gerade gestern Abend habe ich noch eine super coole Anfrage gekriegt, und zwar vom New Yorker Magazine. Für die wollte ich schon immer mal zeichnen, und das ist im Grunde so ein Ritterschlag für Illustratoren. Eigentlich schaffen eigentlich nur ganz wenig deutsche Illustratoren, für die mal was zu machen, und die haben mich halt gestern gefragt, und ich muss heute noch, und zwar gleich, muss ich halt noch erste Skizzen dahin schicken, und Montag muss es alles fertig sein. Aber es ist halt eine super cool, also es ist halt für mich halt einfach eine totale Ehre, für die mal was zeichnen zu dürfen. Von Münster hinaus in die weite Welt. Nicht nur Robert ist mit seiner Arbeit sehr erfolgreich geworden. Auch die zahlreichen anderen Künstler müssen sich nicht verstecken. Bilder und Bücher werden am Tag der offenen Tür präsentiert. Und die Gäste können sich einen Eindruck davon machen, wie die Arbeit mit Pinsel, Leinwand und Co. vonstatten geht. Ja, das war's für heute von Münsterama. Ich würde mich freuen, wenn ihr nächste Woche wieder mit dabei seid. Und ich werde mir die Zeit bis dahin schon mal damit jetzt vertreiben, den Metropolitan auszuschneiden. Dann habe ich schon mal was in der Hand. Macht's gut, bis dahin und schönen Abend noch. Tschüss, Münster.